Hey Leute, willkommen zurück zu Amnesia, Machine for Pigs. Aha, okay, weiter geht's in der Fabrik. Ja. Es ist etwas unheimlich hier. Oh. Und letztes Mal hat das Licht an dieser Stelle schon geflackert. Ihr wisst, was das heißt. Ja, ich denke, ihr wisst, was das heißt. Und ich weiß... Was ist das denn für ein riesiges... Nein! Da ist doch eben die Sau lang gerannt, oder? Ich hab sie gesehen. Die fiese Sau ist hier lang gerannt, Leute. Okay. Ich glaube, das Spiel hat uns lange genug an der langen Leine gelassen. Mittlerweile wird der Horror ganz schön... ja, angezogen, kann man fast schon sagen, oder? Passt das? Ich weiß nicht, was ich rede. Ich hab grad ziemlich Schiss. Oh, komm schon, bitte nicht. Bitte nicht die Sau jetzt. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, Leute. Das letzte Mal und dieses Mal hatte ich schon ganz schön Angst. Also dieses Mal aktuell, letztes Mal hatte ich das, weil das ist jetzt schon wieder ein, zwei Tage her. Und... ja. Oh, guck mal, ich kann sogar die Fenster öffnen und schließen. Hä? Was ist das? Oh! Da fährt ein LKW vorbei. Einfach mal so. Oh, schon wieder Telefon. Was ist denn hier immer los, sag mal? Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Das mag ich ganz stark bezweifeln, dass wir dann alles verstehen, aber mal gucken. Ich verstehe ja noch gar nichts. Also ich weiß nur, ich bin Oswald Mendes. Wir suchen unsere Kinder, die wahrscheinlich nicht mal existieren. Okay. Und jetzt lesen wir erstmal wieder einen dieser komischen Texte mit der Schriftart, die ich ganz schlecht lesen kann. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. An einem Ende steht ein Futtertrog, damit sich das Produkt auf natürliche Weise so in Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Oh. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie im Vakuumbehältnis aus Glas, die neben den Betäubungsarmapparaten stehen, und leiten sie über Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in diesen Kanistern das Produkt zusätzlich zu beruhigen scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf in die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf den Haken der Ausblutungsförderbänder fällt. Dieser Haken durchdringt Hüfte und Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Ja, von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband und bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut- und Nebenproduktsekrete, Produktexkrete, okay, in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks fließen lässt. Oh, ist das eklig. Wie die das auch noch beschreiben, als wäre es ganz normal und natürlich. Also ich finde das nicht normal und natürlich. Ich selbst könnte nie in sowas arbeiten, in so einem Verarbeitungsvertrieb von Tieren. Nee, dazu bin ich viel zu sehr Tierfreund. Auf jeden Fall, könnte ich mir da schönere Jobs vorstellen, ganz ehrlich. Ich meine, klar, das sage ich jetzt so, aber wenn man eine Alternative hat, dann kann man das auch so einfach sagen, finde ich. Wenn man keine hat, dann ist natürlich was anderes. Aber ich wollte das nicht, oh Gott, nee, ich könnte das nicht. Genauso wenig, wie ich in der Pathologie arbeiten könnte und, ja, jetzt Leichen untersuchen oder waschen und... ach, nee. Unter den Kolben hieß es. Das heißt, ich muss da runter. Ja, ich freue mich. Es kann Spaß werden, Leute. Okay, also mittlerweile... ich habe nichts gesagt, dass das Spiel nicht gruselig ist. Denn jetzt geht es wirklich los, scheinbar. Ich hoffe nur, dass ich nicht allzu schnell hier durch bin. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen Schiss habe. Das hoffe ich wirklich. Denn ich habe Spaß daran, auch wenn es sich vielleicht so anhört, als würde ich leiden. Aber das ist nur im Moment so...
Im Nachhinein genieße ich diese Erfahrung. Ist bei Outlast nicht anders. Auch wenn man wirklich immer denkt, mir wird's dreckig gehen. Das tut's in dem Moment, wie gesagt, auch, aber dann, nach einer gewissen Zeit. Okay, kann ich da... Muss ich da... Eins? Ja. Was sind das hier für Teile? Das sind... Ja, Druckkanister. Muss ich da irgendwas tun? Guck mal, ich kann die verbrannten Schweinereste rausnehmen. Oh Gott. Oh, ist das... Die armen Viecher, was... Was wurde hier verbrannt oder ist das nur Kohle? In dem Zustand... Oh Gott. In dem Zustand kann man es ganz schlecht sagen. Oh shit. Mach die Tür zu. Zwei. Oh Gott, dieses Hintergrundgeräusch, das ist so laut und allumfassend irgendwie. 18. Oktober 1899. Entlang der Decke dieser Stufe der Produktionsreihe wurden mehrere Abzüge installiert. Im Zuge der Betäubung des Ausblutens verströmt das Produkt oftmals stinkende Dämpfe aus seinen Verdauungssystemen, die gesammelt, kondensiert und im... Boah, ist das laut! Entschuldigung, ich höre gerade meine eigenen Worte nicht mehr. Und im Methanboiler zum Betrieb der gesamten Maschine genutzt werden können. Auf diese Weise steigt der Energievorrat der Maschine, je mehr Produkte verarbeitet werden, was zur Produktionssteigerung führt. Ein simpler Geniestreich, aber einer, der die Vorzüge der selbstregulierenden Automatisierung zusammenfasst. Was ich auch gerade so ein bisschen selbstreguliert, ist mein Erkennen der Schriftart. Ich finde sie zwar immer noch unmöglich, und ich weiß, ja, ich bin nicht der Einzige. Also eigentlich jeden, den ich kenne, der mag das nicht, diese Schriftart. Und das Spiel spielt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Soll jetzt nicht... Hier... Das beeinflussen. Was ist denn hier los? Ein Druck... Ist das ein Druckregler? Oder kann ich da irgendwas... Nein? Ich weiß noch gar nicht, was ich hier tun soll, aber ich schaue mich erstmal um. Ich hoffe nur, dass die Sau nicht wiederkommt. Drei. Ich kann da wohl irgendwas machen, aber... Also... Vielleicht muss ich da auch Zeug reinwerfen, oder? Es scheint mir doch nur Kohle zu sein. Kann ich das irgendwie anzünden oder so? Warte mal, ich mach mal zu. Ah! Aha! Oh, hört auf zu quieken. 1, 3 und 5 haben jetzt grünes Licht. Und die 6 und 2 noch nicht. Die 2 ist ja hier, das habe ich gesehen. Das hättet ihr mir auch gleich sagen können, dass ich die befeuern muss. Na, ich dachte, man kann schmeißen mit der rechten Maustaste. Geht gar nicht. So. Feuer. Boah, bitte nicht die Sau, ne? Oh, das Tor ist ja zu. Das Tor ist zugegangen. Ja. Das ist schön, also komme ich hier nie wieder raus. Wenn die Sau kommt, dann bin ich aufgeschmissen. Ich mache mir da jetzt echt mal keine Gedanken drum. Das ist nicht angebracht, glaube ich. So, da geht's zu 4. Aber die brennt schon. Dann brauche ich noch die Nummer 6. Die ist hier. Hier ist irgendwo der Boiler Nummer 6. Oh Leute, mir geht's gerade richtig... Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ein ganz ungutes Gefühl. Da ist ein Stück Kohle. Rein damit. Haben wir noch eins oder reicht eins? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht reicht das schon. Nee, es blinkt nicht, das Licht. Woher will denn das Ding wissen, wie viel Kohle da drin ist? Erzähl mir das nicht. Ist da nicht noch eins oder muss ich jetzt wieder ganz rauslaufen, nur um ein Stück Kohle zu holen? Das ist ja bescheuert. Ach, warte mal, mein Tagebuch meldet sich mal wieder. Lillys Arme sind aus Stahl, Lillys Arme sind still. Die Kolben sind still, das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben.
Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständige Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. Ja, okay. Assoziiert er diese Fabrik mit seiner verstorbenen Frau, oder wie soll ich das jetzt verstehen, wenn er sagt, Lillys Arme sind still? Oh Gott, ich dachte eben, da ist was. Oh, jetzt. Oh, ja, ich höre die Geräusche. Feuer und Stahl. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuerungssystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuerungssystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Warum? Du machst sie doch gerade an, du Vogel. Ich verstehe das nicht. Und wer ist der Saboteur? Das kann doch nicht das Schwein sein, oder? Oh, das ist schon wieder eine Maske. Ja, ich habe ja gesagt, man muss mal darauf achten. Habt ihr es getan? Ob die Masken schon vorher dort liegen oder erst, wenn ich da irgendwie was Bestimmtes gemacht habe in der Gegend. Gut, wo kann ich jetzt hier... Ach, vielleicht hier. Die fetten Hebel. Stop. Blutöfen gefüllt? Ja, habe ich. Hab alles gut gemacht. Oh, komm schon, bitte nicht. Habe ich schon gesagt, wie genial ich die Soundkulisse finde? Die Kolben bewegen sich. Oh, Leute, die Sau ist wieder da. Die dumme Sau ist wieder da. Du bist ja der Saboteur, habe ich gehört. Manchmal ist es doof, aber in dem Falle finde ich es klug, dem Vieh nachzulaufen. Oh, komm schon. Haha. Haha. Ich hoffe, das Vieh ist nicht clever. Warum? Hoffentlich bist du auf der anderen Seite der Gitter. Ich wollte gerade schon sagen, wenn das Vieh sich ducken kann, dann habe ich verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das widerlich. Oh. Oh. Ach, jetzt ist das Ding ja auch noch zu. Na, fantastisch. Wird ja immer schöner hier. Oh Leute, ich will das nicht. Jetzt müsste nur noch ein Wasserabschnitt kommen, so wie im ersten. Dann würde ich komplett am Rad drehen, das glaubt ihr mir aber. Ach, das ist das Förderband mit der Schlicke. Also, es sieht nicht nach Kohle aus. Das ist viel zu schmierig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das müsste hier aber viel lauter sein. Na Moment, ich werde es mal ein bisschen lauter drehen bei mir. Denn ich habe es ja sehr leise eben gehabt. Das... Die Klangkulisse, die will ich doch voll auskosten, muss ich sagen. Sonst geht eine ganze Menge Spannung flöten, finde ich, ja. Okay, da ist nix. Also irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Diese Auslage hier. Ja, kennt ihr sicherlich auch noch aus dem ersten. Ach, fantastisch, so sehe ich gar nichts. Oh, nein! Nein! Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Oswald. Oh. Wo ist die Sau? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Oh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh. Nicht hauen. Nein, da kann ich nicht weiter. Nein, 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 nein. Geh weg, du Sau. Das Ende. Nein. Die Sau ist weg, oder? Ist sie weg? Oh, die Sau ist weg. Wo ist sie denn hin? Lauf einfach, Oswald. Verfluchtes Labyrinth hier. Nein. Nein. Oh. Ich lauf einfach jetzt am Förderband entlang. Nein. Hinter mir. Nein. Nein. Nein, nein, ah! Geh weg!
Es ist genau hinter mir. Es ist genau hinter mir. Nein. Nicht rumdrehen. Okay, ich hab's verarscht. Nein, hab ich nicht. Es hat mich verarscht. Nein. Nein. Haha, hängst du. Nein, hängt nicht fest. Nein, hängt nicht fest. Nein, hängt nicht fest. Auf schon. Komm, Oswald. Wo geht's lang? Hier muss es doch irgendwo. Da. Oh, du dumme Sau. Oh, ich schwitze schon wieder. Der Abstieg geht weiter. Ja, das ist schön. Moment, ich muss... Oh, gut. Erstmal ein Stück runterkommen. So. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter den Kolben in die Tunnel und zu den Bilgepumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Diese Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer da unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ja. Ich habe meine Meinung dazu schon mitgeteilt, lieber Oswald. Ich glaube nicht, dass deine Kinder wirklich hier sind. Wenn's deine Kinder sind. Aber ich will da nicht runterspringen. Auf diese schmierigen Förderbänder. Das kann doch nicht hygienisch sein. Das Ende, ja. Oh Mann, Leute, mir... Mir kriecht's immer noch überall. Ich habe die Sau gar nicht richtig gesehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber Danger. Verbindung X-Lagerung. Gefahr. Kein offenes Feuer. No naked flames? Heißt das nicht open flames? Open fire? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin hier. Ah, seht mal. Genau, das war mein Weg. Hier, zack, zack. Fluteinbruch. Notabschaltung in Kraft. Ach ja, jetzt wissen wir das auch, was das heißt. Die Themse ist übergelaufen. Ganz logisch. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen gelitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Oh Gott. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarischen Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinen krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht. Hä? Und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Loyal, schlau und stark ist und dann... Na, egal. Ist ja egal. Ich spiele jetzt nicht hier den Lehrer und... Was steht da drauf? Disposal Tubes. Entsorgungsrohre. Natürlich sind die zu. Ja, das vermisse ich immer noch so ein bisschen, dass ich hier keine Schlüssel suchen muss. Ich finde das echt schade. Ob ihr mir es glaubt oder nicht, aber im alten Amnesia fand ich das immer spaßig, so. Dann wurde es auf einmal so sehr viel heller, guck mal. Merkt ihr das? Diese Schwelle? Wusch. Wup. Wusch. So ein bisschen, ne? Die ist natürlich auch zu. Ach man. Ich hätte so gerne ein Inventar. So, was macht für mich immer den Hauptteil so eines Adventures aus? Kann ich da irgendwo rauf? Nee. Oh, ich will nicht die Förderbänder lang. Da kommt doch gleich wieder die Sau, oder? Nein. Nein. Bitte nicht das Licht. Warum flackert das Licht? Ist das halt echt so eine Art Frankensteins Monster, das auch mit Strom erzeugt wurde und deshalb der Umgebung den Strom absaugt, so ein bisschen? Oh Mann, ich hab Schiss. Aber ich hätte gern gewusst, was hinter diesen Türen war. Da, wo ich eben vorbei bin. Hallo?
Ach, vielleicht hier der Lastenaufzug, oder? Ist das einer? Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend, höchst entzündlich. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, bevor ich dort reinsteige, mache ich hier nochmal eine kleine Pause. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr mir was da lasst. Bewertungen und Kommis wäre super von euch. Ich merke schon, meine Stimme wird immer höher, weil ich halt echt hier schon ein bisschen Angst habe. Ich weiß nicht, das ist immer so. Wenn ich angespannt bin, dann wird meine Stimme immer höher. Naja. Gut, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Amnesia, A Machine for Pigs.